Vor allem die Gewalt gegen Polizisten hat in vielen deutschen Großstädten enorm zugenommen, ergaben unsere Recherchen. Angriffe mit Brandsätzen, Steinen oder Eisenstangen auf Uniformierte sind keine Seltenheit, bis hin zum mutmaßlichen Mordversuch. Norbert Siegmund und Andreas Jörens mit erschreckenden Szenen aus deutschen Großstädten. Polizisten als Opfer. Sie sind Zielscheibe grenzenlosen Hasses, zeigt ein Polizeivideo. Hamburg im September. Einsatz am Rande des Schanzenfestes. Die Beamten einem Hagel aus Flaschen und Steinen ausgesetzt. Und übelsten Pöbeleien. Du Dreckschwein, Alter! Dein Kind wird sterben! Dein Kind wird sterben bei der Geburt! Die Täter feiern sich im Internet. Gewaltvideos wie Trophäen. Hier greifen Vermummte sogar eine Polizeistation an. Mit einem Verkehrsschild versuchen sie, Fenster aufzuhebeln. Dann werfen sie Feuerwerkskörper hinein, sagt die Polizei. Das Gebäude hätte in Flammen aufgehen können. Immer mehr und immer skrupellosere Gewalt beobachten Polizeigewerkschafter. Es geht bei dieser Gewaltanwendung gegen Polizisten, Polizistinnen nicht um das Erreichen irgendeines Ziels, zum Beispiel zu flüchten oder sich einer Festnahme zu entziehen, sondern man hat wirklich das Gefühl, es geht um das Verletzen von Menschen. Es geht auch darum, auch in Kauf zu nehmen, dass der zu Tode kommt. Meist sind sie die Zielscheiben. Kleine Beamte der Bereitschaftspolizei, wie der Berliner Polizeiobermeister André Baudach. Auch er wurde oft mit Steinen und Flaschen attackiert, sogar mit Brandsätzen. Einst kostete ihn ein Einsatz beinahe das Leben. Bei den Krawallen am Rande der G8-Tagung geriet er in Rostock allein mitten in eine Gruppe Gewalttäter. Ich bin von meiner Gruppe getrennt worden. Die Menge hat gejohlt. Man hat versucht, mir einen Helm abzureißen. Und ich habe halt extreme starke Schläge auf den Helm halt gemerkt und habe den damit festgehalten. Man hat versucht, mich umzureißen. Und also im Prinzip, es war eine Eisenstange, mit der auf mich eingeschlagen wurde. Das war ein Mordversuch. Und sie sehen das auch in deren Augen, was die für einen Hass haben und dass die dich auch umbringen wollen. Das sehen sie. Schläge mit Eisenstangen auf den Kopf. Spiel mit dem Leben von Polizeibeamten. Und das offenbar immer häufiger und mit immer weniger Skrupel. Wie in Hamburg oder Rostock, so am 1. Mai in Berlin. Jetzt dokumentiert ein polizeiinterner Bericht die Gefährlichkeit eines Einsatzes in Kreuzberg. Diese Reizgasgranate aus britischen Militärbeständen gegen Polizisten eingesetzt. Es fliegen Molotow-Cocktails Richtung Polizei. Dabei nehmen die Gewalttäter offenbar auch den Tod von Beamten in Kauf. Deshalb müssen sich jetzt mehrere junge Männer wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Eine neue Dimension von Gewalt in Stadtteilen, die Randgruppen für sich als eigenen Lebensraum beanspruchen. Und das Neue an dieser Geschichte hier ist, dass es stadtteilbezogen um eine Lebensform geht, um es eine autonome Gestaltung von gesellschaftlichen Lebensformen, die versuchen, den Staat außen vor zu halten. Staat unerwünscht. Selbst Verkehrspolizisten wird das vermittelt, mit Gewalt. Eingeschlagen die Fenster des Streifenwagens. Die Polizei darf sich nicht darauf einlassen, zurückzugehen aus Schwäche. Das wird von der Gegenseite wahrgenommen und verstärkt die Tendenz zu einer sich abkapselnden Subkultur. Uniformierte Staatsdiener. In den Problembezirken einiger Großstädte längst nicht mehr nur durch politische Gewalttäter angefeindet. Berlin-Friedrichshain, ein linkes Szeneviertel. Hier sind Streifenbeamte wie Carsten Heidel auch alltäglich auf immer schwierigeren Posten. Fängt oftmals damit an, dass unsere Maßnahmen, die wir durchsetzen, von den Bürgern gar nicht ernst genommen, gar nicht respektiert und auch befolgt werden, sodass es im Ergebnis dahingehend endet, dass es wie
10 Meter hinter uns so kam, dass wir mit einem Kollegen zusammen einfach nur eine Radfahrerin überprüfen wollten, die auf der Fahrbahn gelaufen ist, stark alkoholisiert, stark torkelnd. Was geändert hat, dass die Dame meinem Kollegen das Nasenbein gebrochen hat mit einem gezielten Kopfstoß und die Dame mir versucht hat, noch die Waffe rauszureißen. Selbst beim ganz normalen Streifengang unter der Uniform stets eine schusssichere Weste. Es gibt eine spezifische Verdichtung von Gewalt gegen Polizei aus Szenen heraus, in denen in unserer Winner-Loser-Kultur die Verlierer sich konzentrieren. Es gibt schon auch noch ein paar andere, die eine normale bürgerliche Existenz haben, aber sehr stark ist die Gruppe derer, die sich abgekoppelt hat vom Staat und die dann in der Polizei, wenn die einschreiten will gegen irgendwelche Phänomene, in der Polizei den Feind sieht, den Repräsentanten des Staates, dem man als Feind begegnet, dem man angreift, wo man offensiv von sich aus auch Verletzungen von Polizeibeamten in Kauf nimmt. Nebenan in Kreuzberg, Wrangelkiez. Über 30% leben hier vom Staat. 65% stammen aus Einwandererfamilien. Der Kiez erlangt traurige Berühmtheit, als ein Auflauf von bis zu 100 Menschen versucht, die Festnahme zweier jugendlicher Räuber zu verhindern. Der Stadtteil gilt bis heute als No-Go-Area für Polizisten. Wenn André Baudach allein hierher kommt, dann nur in Zivil. Uniformierte Polizisten kommen hier grundsätzlich nur mit mehreren Kollegen als Verstärkung. Ja, wir haben das oft, wenn Sie jetzt in der Straße wie dieser nur mal ein Knöllchen aufschreiben wollen, dann haben Sie einen Schuppdiwupp-Mob von 15 Personen um sich, der das halt auch mit Gewalt verhindern will. Und wenn Sie halt hier auch noch Festnahmen tätigen, können Sie eigentlich nur noch mindestens im Gruppenrahmen, wenn nicht sogar Zugrahmen machen. Sind das Ausnahmesituationen oder passiert sowas häufiger? Nee, das ist inzwischen die Regel. Also egal, wo Sie in Berlin hingehen, wo es einen großen Migrantenanteil gibt, da, wo dieser Anteil hoch ist, da können Sie eigentlich als Funkwagen alleine kaum noch was ausrichten. Weil Sie halt immer diese Mobbildung haben. Randgruppen kapseln sich ab und reklamieren für sich ein Recht auf Gewalt. Wie muss der Staat reagieren, damit die Polizei, die im Auftrage aller handelt, Gesetze auch in Problemkiezen durchsetzen kann? Zwischen Gewerkschaft und Wissenschaft entbrennt ein Streit. Diese Leute sind sprachlich nicht mehr zu erreichen, nicht weil sie nicht Deutsch könnten, sondern weil sie es nicht wollen. Sie sind jenseits dieser Entwicklung, sie sind außerhalb des Rechtsstaates, den wir repräsentieren als Polizei. Und deshalb glaube ich, dass die Sprache, oder ich bin überzeugt, dass die Sprache alleine nichts mehr hilft. Es hilft die Strafandrohung und die muss verschärft werden, auch damit unsere Kolleginnen und Kollegen besser geschützt sind. Ich halte es für eine komplette Illusion, dass man mit Strafrecht diese Probleme löst. Das ist nur politischer Aktionismus, zu tun, als ob man für die Polizei irgendetwas erreicht hätte. Nein, die dahinterliegenden Probleme müssen in Angriff genommen werden. Die Strukturen, die sich da entfalten, dass es Subkulturen gibt, die sich abkapseln vom Staat, die ihr eigenes Leben leben wollen. Das heißt, statt Strafverschärfung mehr Polizisten für Problembezirke deutscher Großstädte. Mehr Lehrer und Sozialarbeiter gegen den Frust und zunehmenden Werteverfall. Damit aus einzelnen Brandherden kein Flächenbrand wird. Doch seit Jahren sparen Regierungen jeglicher Couleur bei der Bildung und bei der Polizei. Obermeister Baudach zieht derweil Konsequenzen. Er hat berufliche Pläne. Ich habe mich für eine Ausbildungsmission in Afghanistan beworben, für die dortigen Sicherheitskräfte. Weil das Risiko, da getötet zu werden oder verletzt zu werden, ist genauso groß wie hier und es wird wesentlich besser bezahlt.